Herzlich willkommen im zweiten Teil der EduTech Screencast-Reihe. In diesem Screencast wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie mit EduTechs ganz einfach Bildungsmaterialien suchen können. Hierfür können Sie ganz einfach hier oben in der Suchbegriffleiste nach einem Begriff suchen, zum Beispiel Mathematik. Wenn ich jetzt hier auf Suchen klicke, werden mir im Folgenden alle Lesezeichen angezeigt, die in EduTechs verzeichnet sind und die irgendwie mit dem Begriff Mathematik zu tun haben. Wie Sie hier sehen, sind das 961 Stück. Ich kann jetzt hier runterscrollen und habe eine Übersicht über diese Lesezeichen. All diese Lesezeichen, die man hier sieht, haben irgendwie mit dem Begriff Mathematik zu tun. Das heißt, Mathe oder Mathematik kommt zum Beispiel im Titel der Ressource vor, im Link, in einem Kommentar, der vielleicht zu einem Lesezeichen abgegeben wurde, oder in einem Schlagwort. Wenn ich jetzt hier weiter runterscrolle, sehe ich weitere Lesezeichen. Und kann hier unten dann auf die nächsten Seiten gehen, wo alle weiteren Lesezeichen verzeichnet sind, die irgendwie mit Mathematik zu tun haben. Alternativ zur Volltextsuche können Sie bei EduTechs auch mit der TagCloud oder auf Deutsch Schlagwortwolke nach Lesezeichen suchen. Diese Schlagwortwolke finden Sie hier ganz oben in blau hinterlegt. Sie enthält diejenigen Schlagworte von EduTechs, die in der jüngeren Vergangenheit von anderen Nutzerinnen und Nutzern von EduTechs relativ häufig verwendet wurden, als diese ihrerseits Lesezeichen erstellt haben. Wir können unterscheiden zwischen einerseits fachbezogenen Begriffen, wie zum Beispiel Algebra, Algorithmus, analytische Geometrie, zwischen Schlagworten, die auf Fächer bezogen sind, zum Beispiel Geschichte, Berufsbildung, Deutsch, Informatik, Biologie oder aber Schlagwörter, die sich beispielsweise auf eine Schulform beziehen, wie zum Beispiel Grundschule und Gymnasium. Wir könnten jetzt bei EduTechs eine Suche nach Lesezeichen auch starten, indem wir zum Beispiel auf das Schlagwort Biologie klicken. Wenn ich das gemacht habe, werden mir im Folgenden alle Lesezeichen angezeigt, die mit dem Schlagwort Biologie zu tun haben. Ich sehe jetzt hier in der Schlagwortwolke, dass das Schlagwort Biologie ausgewählt wurde. Ich kann die Suche jetzt noch weiter verfeinern, indem ich auf andere Schlagwörter klicke, zum Beispiel wie Ökologie. Ich klicke einmal hier drauf und dann werden mir alle Treffer angezeigt, die einerseits mit dem Schlagwort Biologie zu tun haben und andererseits mit dem Schlagwort Ökologie. Es ist zudem auch möglich, die Volltextsuche mit der Suche über die TagCloud zu kombinieren. Wenn ich erneut einen Suchbegriff eingebe, zum Beispiel Mathematik, und wieder auf Suchen klicke, dann erscheinen erneut alle Treffer, also 961 Stück, bei EduTechs, die mit dem Begriff Mathematik zu tun haben. Wie Sie sehen, hat sich die TagCloud nach der Eingabe des Suchbegriffs verändert. Hier stehen jetzt nicht mehr die häufig benutzten Schlagworte, sondern diejenigen Schlagworte, die mit dem Suchwort Mathematik zu tun haben. Ich kann mit diesen Schlagworten meine suchenden Wörter eingrenzen. Wenn ich beispielsweise auf grundlegende Funktionen klicke, dann werden mir im Folgenden 7 Treffer angezeigt. Diese 7 Treffer beinhalten einerseits das Suchwort Mathematik und andererseits das Schlagwort grundlegende Funktion. Ich kann die Suche erneut weiter angrenzen, indem ich jetzt zum Beispiel auf lineare Funktionen klicke, also erneut ein Schlagwort auswähle. Hier ist noch ein Suchtreffer übrig geblieben. Dieser Suchtreffer beinhaltet sowohl das Suchwort Mathematik als auch die Schlagworte grundlegende Funktionen und lineare Funktionen. Es ist zudem bei EduTechs auch möglich, nach Materialien zu suchen, die unter einer offenen Lizenz stehen, das heißt, die Sie in Ihrem Unterricht mit keinen oder nur geringen Einschränkungen nutzen können. Hierzu geben Sie zunächst einmal wieder einen Suchbegriff ein. Ich nutze erneut Mathematik. Ich klicke erneut auf Suchen und mir werden wieder alle 961 Treffer angezeigt, die mit dem Begriff Mathematik zu tun haben. Wenn ich jetzt freie Materialien filtern möchte, habe ich hierfür den sogenannten CC-Filter oder auch Creative Commons-Filter. Ich klicke hier drauf, dann kann ich hier auswählen, nach welchen Lizenzen ich filtern möchte. Hier haben Sie eine Übersicht über die gängigen Creative Commons-Lizenzen. Ich klicke auf Los geht's und filtere damit meine Ergebnisse. Wie Sie sehen, hat sich die Treffermenge jetzt auf 275 verringert. Das heißt, es gibt unter dem Suchwort Mathematik 275 Treffer bei EduTechs, die unter einer freien Lizenz stehen. Hier haben Sie zum Beispiel die Lizenz CC BY-SA.
Eine letzte Funktion von EduText, die wir Ihnen heute in diesem Screencast zeigen möchten, ist der Mein EduText-Filter. Dieser Filter hilft es Ihnen, Materialien, die Sie in der Vergangenheit erstellt, bearbeitet, kommentiert oder verschlagwortet haben, ganz einfach wiederzufinden. Sie finden diesen Filter hier, Mein EduText. Wenn ich hier auf Los geht's klicke, werden mir nun alle Lesezeichen angezeigt, die ich jemals verschlagwortet, kommentiert, erstellt oder bewertet habe. Hier rechts sehen Sie beispielsweise ein Lesezeichen, das ich einerseits mit einem Schlagwort versehen habe. Das ist dieses etwas orange-dunkel-rote Schlagwort. Ich habe einen Kommentar vergeben und ich habe eine Bewertung abgegeben. Und wenn Sie weiter runter scrollen, dann sehen Sie alle weiteren Lesezeichen, die ich irgendwie erstellt oder bearbeitet habe.